an meinem Bein. Aber es war eine Plastiktüte. Es wäre auch echt ein krasser Zufall gewesen, weil heute geht's um, genau, Quallen. Ich will herausfinden, was für Tiere das sind und ob man sich wirklich vor ihnen fürchten muss. Für euch gibt's jetzt schon mal ein paar coole Infos. Sie haben weder ein Hirn noch ein Herz, keine Knochen und kein Blut. Trotzdem sind sie Tiere. Quallen gehören zu den ältesten Lebewesen unseres Planeten, den sogenannten Nesseltieren, wie auch Seeanemonen und Korallen. Wie alle Nesseltiere sind Quallen sehr einfach gebaut. Eine äußere und eine innere Zellschicht und dazwischen jede Menge Glibber. In der Biologie Gallertschicht genannt. Diese Schicht ist wie ein Schwamm mit ganz viel Wasser gefüllt. Genau genommen bestehen Quallen zu fast 99% aus Wasser. Der Schirm bildet einen Hohlraum mit einer Öffnung an der Unterseite. Dieser Hohlraum dient als Magen. Mit den Fangarmen, auch Tentakel genannt, bringen Quallen Nahrung zum Schirminneren. Dort gibt es nur eine einzige Körperöffnung, die als Mund und Po gleichzeitig dient. Na, Mahlzeit! Quallen gehören zu den giftigsten Tieren überhaupt. Mit diesem Trumpf können sie ihre Langsamkeit ausgleichen und sogar ohne Hirn erfolgreich Beute machen. So existieren sie seit Jahrtausenden in den Weltmeeren. Ich bin nach Sevilla in Südspanien gereist. Hier im Aquarium gibt es ein Quallenlabor und ich treffe Ramon, der sich mit den Schwabbeltieren super auskennt. Sieht ja toll aus. Was ist das denn für eine Qualle? Das ist eine pazifische Kompassqualle. Sie kommt nur im kalten Wasser des Pazifischen Ozeans vor. Wow, ist das jetzt eine gefährliche Qualle? Ein bisschen. Sie haben Nesselzellen an ihren Tentakeln und damit können sie stechen. Das brennt dann. Ah. Kein Vergnügen. Der Hauptteil des Körpers wird als Schirm bezeichnet. Und dann haben sie zwei verschiedene Arten von Tentakeln. Die einen sind zum Jagen da, die anderen, um das Futter zum Mund zu bringen. Die zum Jagen sind die roten, die äußeren. Daran befinden sich kleine Zellen. In ihrem Inneren ist eine Art Feder mit einem kleinen Speer. Wenn sie eine Beute orten, schießt die Feder den Speer raus und so jagen sie. Au, das hört sich ganz schön gefährlich an. Verwenden die ihre Tentakel dann auch, um sich fortzubewegen? Nein, sie verwenden sie nicht als Arme oder Beine. Sie ziehen die Muskeln in ihrem Schirm zusammen. Dadurch wird Wasser verdrängt und die Qualle bewegt sich vorwärts. Ja. Ah, okay. Ja, man sieht es auch. Boah, die sieht ja lustig aus. Was ist das denn für eine Qualle? Das ist eine gepunktete Wurzelmundqualle. Die kommen aus den Tropen, hauptsächlich aus tropischen Gebieten rund um Australien. Mir fällt gerade auf, dass das Aquarium hier so rund ist. Warum ist denn das so? Diese Art von Becken wird Quallenkreisel genannt. Quallen haben einen sehr weichen Körper und können sich an Ecken oder scharfen Kanten verletzen. Deshalb müssen die Becken rund sein. Und wir erzeugen eine Strömung wie im Meer. So leben sie wie in der Natur. Alles klar. Im Quallenkreisel fühlen sie sich also wohl, die Quallen. Quallen werden von der Meeresströmung bewegt und irgendwo hingetrieben. In eine bestimmte Richtung schwimmen können sie nicht. Was sind das denn für Quallen? Oh, das ist Plastik. Oh Mann, Leute, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Immer mehr Plastik schwimmt in unseren Meeren herum. Und andere Meeresbewohner, wie zum Beispiel die Schildkröten, die eigentlich Quallen fressen, verwechseln das dann mit den Quallen und fressen das Plastik. Boah. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier im technischen Bereich. Das ist die Quarantäne. Hier kommen alle neuen Fische zuerst rein und wir prüfen, ob sie gesund sind, bevor sie ausgestellt werden. Und hier bereiten wir auch das Futter für die Quallen zu. Was fressen Quallen denn eigentlich? Sie fressen Plankton, also kleine Tiere, die im Meer herumtreiben. Eine Art von Plankton stellen wir hierher. Okay, ja dann, los geht's. Ich
Das sind ausgewachsene Salinenkrebse. Siehst du diese weißen Punkte? Das sind die Eier und die brüten wir aus. Wir haben ganz viele Eier. Wir tun sie in diesen Tank, stellen eine bestimmte Temperatur und den Salzgehalt ein und nach 24 Stunden öffnen sich die Schalen und die Salinenkrebse schlüpfen. Aber essen Quallen nicht auch Fische? Quallen ernähren sich sehr vielfältig. Sie fressen Zooplankton, Krustentiere, aber auch Pflanzen. Und manche Quallen fressen sogar andere Quallen. Die essen sogar andere Quallen, habt ihr das gerade gehört? Verrückte Tierchen. Okay. And we did it wrong. Boah. Leute, da bin ich aber mal gespannt, wie die Quallen das fressen. Na gut, los geht's. Diese durchsichtigen Ohrenquallen warten schon auf ihr Futter. Dreimal am Tag bekommen sie ein Röhrchen voller Plankton. Ah, okay, das Frühstück ist drin. Und wie fressen die jetzt? Die Salinenkrebse sind jetzt im Wasser und mit ihren Tentakeln fangen sie sie und bringen sie zu ihrem Mund. Ah, also wenn ich hungrig bin, dann merkt man mir das an. Sieht man bei denen auch, wenn die hungrig sind? Nein. Aber nachdem sie gefressen haben, kannst du die Salinenkrebse in ihrem Körper sehen. Sie werden orange. Oh, wie cool. Wir müssen noch eine andere Quallenart füttern. Hilfst du mir? Klar. Okay, let's go. Ja. Wow, das ist ja die Kompassqualle. Die haben wir vorher schon mal gesehen. Was bekommen die denn jetzt zu essen? Diese Quallen sind größer und leben räuberisch. Wir füttern ihnen Salinenkrebse sowie den Ohrenquallen. Und dazu gibt es Ruderfußkrebse, Schwebegarnelen und Krill. Willst du sie füttern? Ja. Dann los. Das ist schon gemischt. Aber warum benutzen wir denn jetzt die Pipette zum Füttern? Wenn du das Futter einfach so ins Wasser schüttest, verheddern sich die Tentakel dieser Quallen zu einem riesigen Ball. Ein riesen Quallenball, das wollen wir nicht. Okay. Die hier? Ja. Die erste Qualle bekommt ihre Ladung Krebstiere. Sehr gut. Ja. Siehst du, wie sie die Tentakel einzieht? Ja. So fängt sie sie und bringt sie dann zu ihrem Mund. Boah, wie cool! Jede Qualle einzeln zu füttern ist zwar aufwendig, aber die eleganten Bewegungen sind wunderschön anzusehen. Im Labor kann Miramon noch etwas ganz Besonderes zeigen, wie eine Qualle entsteht. Streng genommen ist mit Qualle nämlich nur ein ganz bestimmtes Lebensstadium dieser Tiere gemeint. Also, wir erinnern uns, Quallen sind Nesseltiere. Wenn die sich also fortpflanzen, dann ist das ähnlich wie bei den Fischen. Die Männchen geben Samen ins Wasser ab, die Weibchen Eizellen. Wenn die sich treffen, entsteht eine Larve. Und daraus entsteht irgendwann ein Polyp. Siehst du die kleinen Punkte? Das sind die Polypen. Sie sitzen fest am Untergrund, auf einem Stein zum Beispiel. Sie wachsen und bilden Scheiben. Diese Scheiben lösen sich vom Polypen ab. Wenn sie frei schwimmen, nennen wir sie Ephyra-Larven. Das sind dann die Babyquallen. Die sind ganz schön klein. Tiny. Ja. Sie haben 8 Arme, bilden einen Schirm aus und die Tentakel wachsen. So werden sie zur Meduse. Wow, richtig cool. Also aus dem Polyp entsteht dann die Ephyra und daraus dann die Meduse. Also wenn wir von Quallen sprechen, reden wir eigentlich von Medusen. Das ist dann die Qualle, die frei schwimmen kann. Hier schwimmen kleine Medusen, die erst eine Woche alt sind. Diese hier sind schon 2 Wochen alt.
Und so sehen sie mit einem Monat aus. Boah, Ramon, das ist wirklich toll, wie viele verschiedene Quallen ihr habt. Aber jetzt würde mich schon mal interessieren, wie giftig sind die denn überhaupt? Es gibt einige Quallenarten, die überhaupt nicht nesseln. Und es gibt andere, die sehr gefährlich sind. In einigen tropischen Gewässern lebt eine Quallenart, die Irukandji heißt. Sie kann tödlich sein. Das ist eines der giftigsten Tiere der Welt. Oh, echt? Ja, aber hier haben wir leicht bis gar nicht giftige Arten. Willst du eine anfassen? Okay. Dann los. Ah, Leute, die kenne ich aus dem Urlaub. Das sind Ohrenquallen. Aber ich habe noch nie eine angefasst, ehrlich gesagt. Willst du es versuchen? Ja. In Ordnung. Im Meer sollte man den Schwabbeltieren immer aus dem Weg gehen. Hier im Labor darf ich unter Ramons Aufsicht den Selbsttest machen. Okay. Halt deine Hand auf. Oh, oh. Oh. Ich merke ja noch gar nichts. Fast so, als würde ich eine Brennnessel anfangen. Jetzt merke ich es ein bisschen. Aber gar nicht so schlimm. Der wird mir jetzt auch keine ganz giftige auf die Hand setzen. Glaube ich. Flatsch. Hey Ramon, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein durfte. Quallen sind echt richtig coole Tiere. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Ciao, mach's gut. Ciao. Ciao. So Leute, ich habe jetzt noch eine Verabredung und für euch gibt es noch mal ein paar coole Quallen-Infos. Wenn Quallen in großen Schwärmen auftreten, sprechen die einen von einer Quallenblüte. Das klingt schön und sieht auch wirklich faszinierend aus. Wer am Strand baden geht und einen Teppich von Quallen vor sich hat, wird aber eher von einer Quallenplage reden. Nur weil viele Quallen auf einmal auftauchen, bedeutet das aber nicht, dass das Meer an dieser Stelle verschmutzt ist. Wenn Quallen sich zahlreich vermehren, haben sie zum einen reichlich Nahrung, zum anderen wenig Feinde. Der Mensch verändert die Nahrungskette im Meer und beeinflusst somit auch das Auftreten großer Quallenschwärme. Vom Aquarium in Sevilla geht es in die Meeresbucht von Cádiz. Hier besuche ich Quallenforscherin Laura am Institut für Meeresforschung. Hey Laura! Hallo, wie geht's? Hi, how are you? Gut, danke. Schön, dass ich heute dabei sein darf bei euch. Was ist denn der Plan für heute? Yes, the plan of today is. Wir nehmen heute Stichproben von Quallen in der Natur. Das machen wir schon seit 12 Jahren. Wir wollen herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Klimawandel und dem Vorkommen von Quallen. Mein Team wartet schon. Und wenn du willst, kannst du mitkommen und helfen. Perfekt. Los geht's. Laura und ihr Team machen den Forschungsversuch einmal pro Monat. Auch an vielen anderen Orten auf der Welt sammeln Meeresbiologen und Biologinnen solche Daten und dann tauschen sie sie untereinander aus. Nur so können sie verstehen, ob es Veränderungen in der Welt der Quallen gibt. Let's go! Yes! Yep. So. Sag mal, Laura, nach was genau suchen wir eigentlich? Stell dir vor, Pia, du suchst nach etwas winzig Kleinem. Ja. Denn wir wollen heute Ephyra-Larven zählen. Wir nehmen eine Stichprobe und schauen, wie viele Larven darin sind. Dafür verwenden wir ein Planktonnetz. Das siehst du gleich. Und damit suchen wir nach Babyquallen. Alles klar. So, we are looking for the babies. Okay. Und die sind ja winzig, winzig klein. Spannend. Mal schauen, ob wir welche sehen. Bevor es ans Quallenfischen geht, müssen wir erst einmal die Wassertemperatur messen. Ziemlich genau 19 Grad. Danke. Ist das jetzt warm oder kalt? Es ist jetzt Ende April. Da sollte es eigentlich noch nicht so warm sein. Als nächstes soll ich den Salzgehalt des Wassers bestimmen. Das mache ich mit Angelika.
Solche Messungen helfen dabei zu erforschen, ob Quallen bei höherer Meerestemperatur häufiger auftauchen oder sich in sehr salzigem Wasser schneller vermehren. Jetzt geht es ans Quallenfischen. Dabei kommt ein Planktonnetz zum Einsatz. Das Netz ist sehr feinmaschig, denn die Babyquallen sind ja wirklich klein. Antonio bringt das Planktonnetz im Wasser aus. Es bleibt jedes Mal genau 3 Minuten in der Strömung. Juan stoppt die Zeit. Dann holt Antonio das Netz wieder an Land. Ich bin gespannt, ob da jetzt Quallen drin sind. Wir machen das Planktonnetz jetzt sauber und schauen dann, was in diesem Behälter ist. Du kannst mal reinschauen. Also, für mich sieht das gerade einfach nur sehr sandig aus. In diesem Behälter sind jetzt entweder Quallen drin oder nicht. Das ist ein Feldversuch. Wir wissen es also nicht. Wir gehen mal zu Angelika und machen es sauber. Schau ich doch mal, was da so drin ist. Also ich sag's euch, wie es ist. Da ist viel los, aber ich erkenne keine Quallen. Da ist ganz viel Plankton drin. Siehst du, wie es sich bewegt? Ja, jetzt sehe ich es auch. Wow, da wuselt es doch ganz schön rum. Das ist Zooplankton. Okay. Du weißt vielleicht, dass am unteren Ende der Nahrungskette das Phytoplankton steht. Also kleine Algen, die im Meer schweben. Die werden vom Zooplankton gefressen. Es steht an zweiter Stelle der Nahrungskette. Was du hier siehst, ist Zooplankton. Okay. Würden Quallen das dann auch essen? Ja, Babyquallen fressen Zooplankton. Also viel Zooplankton, aber leider noch keine Qualle. So, das war der erste Fang. Mal schauen, was im zweiten drin ist. Das Planktonnetz war wieder genau 3 Minuten im Wasser. Der Behälter ist gereinigt und jetzt wird es spannend. In der zweiten Stichprobe ist wieder viel Zooplankton. Es bewegt sich wie verrückt. Und hier habe ich etwas Großes herausgefischt. Siehst du? Es ist ganz durchsichtig. Ja, was ist das? Das ist eine Rippenqualle. Das sind keine Nesseltiere, denn sie stechen nicht. Zu den Nesseltieren gehören alle Quallen, die stechen. Die Rippenquallen gehören zu einem anderen Tierstamm. Sie haben keine Nesselzellen und sind durchsichtig. Laura, ist die jetzt schon ausgewachsen? Yes. Ja, die ist sehr groß. Das Erstaunliche an den Rippenquallen ist, dass sie zu den ältesten Tierarten der Erde gehören. Es wird noch gerätselt, welche Art die älteste ist. Entweder Schwämme oder Rippenquallen. Du siehst hier etwas, das vielleicht der Urgroßvater von uns Menschen ist. Wow! Leute, das ist eins der ältesten Tiere auf der Welt. Verrückt, oder? Durchsichtig und ziemlich schwabbelig. Antonio und Juan kümmern sich schon um den nächsten Fang. Sie zählen alle Schwabbeltiere, egal ob Quallen oder Rippenquallen. Sag mal, Laura, konntet ihr jetzt schon rausfinden, ob es mehr oder weniger Quallen gibt als früher? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben schon mehr als 200.000 Daten von Quallen gesammelt. In manchen Jahren gibt es mehr, in anderen weniger. Im Moment gibt es keinen Grund zur Sorge. Die Anzahl der Quallen nimmt nicht zu. Auch im nächsten Monat werden Laura und ihr Team wieder Quallen zählen. Pia, weißt du, was das ist? Schau es dir mal an. Wasser? Siehst du da etwas Kleines? Ah, ja!
Das ist eine Babyqualle. Die habe ich dir aus unserem Labor mitgebracht, wo wir sie studieren. Der lateinische Name ist Rhizostoma pulmo. Lungenqualle. Wahnsinn, Leute. Schaut mal, wie klein die sind. Und wie die ausschauen, wenn die ausgewachsen sind, das zeige ich euch jetzt. Lungenquallen haben einen Schirmdurchmesser von ungefähr 60 cm. Die größten werden sogar 90 cm groß. Diese Quallenart kommt auch in der Nordsee und im Mittelmeer vor. Ihr Nesselgift ist für Menschen in der Regel ungefährlich. Du, Laura, jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage. Warum sind Quallen eigentlich so wichtig für unsere Meere? Weil ich bin mir sicher, dass manche Menschen ganz schön froh wären, wenn die nicht mehr hier im Meer rumschwimmen würden. Quallen sind sehr wichtig für die Weltmeere. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Nahrungskette, als Futter für andere Tiere, wie Schildkröten, Thunfische oder auch viele Vögel. Dass Menschen Quallen nicht mögen, ist hauptsächlich bei uns in der westlichen Welt so. In anderen Kulturen lieben sie Quallen. Sie bezahlen sogar dafür, mit ihnen zu schwimmen. Zum Beispiel im Inselstaat Palau. Dort kann man mit riesigen Schwärmen von Goldquallen schwimmen. Mann, bin ich froh, dass ich hier ganz umsonst mit Quallen schwimmen kann. Ich werde mal eine Runde abtauchen, mal schauen, ob ich welche finde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Ab ins Wasser!